Hallo, hier ist die Jenny und heute kommen wir zum neuesten Monatsupdate und zwar im März. Aufgeteilt in zwei Videos, damit es nicht ganz so lang wird, weil die laden auch wirklich die ganze Nacht hoch, dank meiner Lahmarschverbindung von Internet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Den Anfang macht einmal Shakugan Shana Eternal Song Band 5, den Abschlussband. Ein kleines bisschen unspektakulärer, als ich eigentlich erhofft hatte. Ich dachte jetzt an ein großes Monster-Battle. Es war eigentlich eher vorauszusehen. Also wir wussten alle, dass die Heldin leider sterben würde. Nachdem man ihr sowieso schon das Herz durchgebohrt hat, wäre es ein Wunder gewesen, wenn sie nicht gestorben wäre. Ich finde, es ist trotzdem eine schöne, knackige Reihe. Man muss nicht unbedingt Shakugan no Shana, die normale Reihe, gelesen haben. Und ich finde, es ist ein Muss für jeden Fantasy-Action-Fan und deswegen sehr lesenswert. Dann haben wir hier einmal Tokyo Ghoul Band 6 mit dem durchgeknallten Irren auf dem Cover. Auf irgendeine Art und Weise ist er mir trotzdem sympathisch. Trotzdem ist er ein Irrer. Tokyo Ghoul. Im nächsten Band erfahren wir jetzt endlich, warum Kaneki weiße Haare bekommt. Das erfährt man im Anime ja teilweise schon ziemlich früh. Außerdem lernen wir den durchgeknallten Bruder von Toka kennen. Ja, und Kaneki wird dann leider entführt von einer ziemlich krassen Gruppe, die hinter ihm her sind, weil die erfahren haben, dass er halt Liz Fähigkeit in sich trägt. Und er und einige andere Ghouls versuchen halt aufzubüchsen und jetzt eine große Verfolgungsjagd, schlimme Kämpfe, Kaneki da voll eins auf die Fresse kriegt und im nächsten Band wird's richtig, richtig geil, das weiß ich jetzt schon. Außerdem haben wir hier einmal Saint Young Man Band 2. Wieder ein schöner dicker Klopper, natürlich, das muss er auch sein für den Preis von 13 Euro. Innen drinnen waren auch wieder zwei nette kleine Farbseiten. Okay, es sind vier. Jesus und Buddha gehen Schlittschuhlaufen. Er war wieder sehr unterhaltsam, sehr lustig, ein paar schöne Slapstick-Einlagen. Ich persönlich kenne mich mit der Kirche, mit Jesus etc. pp. Kenne ich mich nicht aus, ich bin Atheistin. Aber trotzdem gibt es halt so ein paar Sachen, die man dann schon irgendwo mal gehört haben müsste. Und da muss man einfach drüber lachen, wie Jesus und Buddha sich halt in Japan zurechtfinden mit den ganzen Gepflogenheiten. Und ich finde, das ist einfach eine tolle Komödie, eine schöne, lustige Reihe, um mal ein bisschen abzuschalten vom dämlichen Alltag. Und deswegen denke ich mir, für alle, die gerne mal lachen und ein bisschen abschalten möchten, kann ich den hier nur ans Herz legen. Dann haben wir hier einmal Lindberg Band 6. Ja, Shark ist jetzt gestorben. Es wäre ziemlich krass gewesen, wenn er das überlebt hätte, nachdem er 20 Mal angeschossen wurde oder so ähnlich. Und jetzt geht es halt so ein bisschen weiter. In diesem Band spielt die Geschichte 2 Jahre nach Sharks Tod statt. Und wir sehen jetzt Knit, wie er ein bisschen, ja, wie er erwachsener geworden ist und eine ziemlich, ich wollte gerade sagen, taffe Sau, weil man merkt erst, er ist ziemlich hart geworden, auf ihm wurde sogar ein Kopfgeld ausgesetzt. Plamo ist auch ein bisschen größer geworden, sieht für mich ein wenig aus wie ein Weibchen, würde mich nicht mal wundern, wenn es ein Weibchen ist. Und ja, Knit ist ziemlich hart geworden, er kann gut mit Messern umgehen, er ist halt ein richtiger Luftpirat geworden und man denkt bitte, oh, boah, voll die geile, knall, taffe Sau. Und 10 Seiten weiter wird er voll verprügelt, kriegt eins aufs Fressbrett und wacht angeschnallt irgendwo auf. Wir erfahren außerdem, dass es wohl scheinbar mehrere Eldoras gibt, also diese fliegenden Inseln, wo Knit ja auch weggekommen ist und wo auch sein Vater abgestürzt ist. Am Ende geht es dann halt darum, dass Knit glaubt, seinen Vater wieder getroffen zu haben und er ihm dann halt immer erstmal erläutert, dass es nicht nur eine einzige fliegende Insel gibt, er sich nicht an das erinnern kann, was passiert ist. Und wenn das sein Vater ist, dann hat sein Vater schwer einen an der Klatsche. Wir hoffen es einfach mal nicht, aber wir müssen wahrscheinlich daran mitrechnen. Ich fand den Manga auf jeden Fall wieder super spannend, leider total unterschätzt bei vielen. Ich sage nur, ihr sollt auf jeden Fall einmal reinschauen. Yorokumo, Band 3, in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele und wie hinaus. Mir tut die arme Kyoko so leid, weil sie hat halt erfahren, ihre Mutter wurde von dem einen Typen ermordet. Der Salon, also das Restaurant wurde zugemacht. Die ganzen Leute, mit denen sie immer zusammen abgehangen haben, wollen plötzlich nichts mehr von ihr wissen. Und dementsprechend sackt sie total ab. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Und Yorokumo, der bekommt mittlerweile mit, dass das, wie er vorher gelebt hat, dass da was falsch ist. Und am Ende geht es nochmal ziemlich spannend los. Da sehen wir dann nämlich, wie der Mörder von Kyokos Mutter am Boden liegt.                                                  ![　           ![││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 
Und Kyoko, die eigentlich schon ziemlich fertig mit den Nerven ist, mit einer Waffe auf ihn zielt. Und jetzt kann man echt gespannt sein, wie es im dritten, also im vierten Band weitergeht, ob sie ihn erschießen wird oder wie auch immer. Ich könnte es verstehen, nachdem er ganz offen zugegeben hat, ihre Mutter getötet zu haben. Für echte Mystery-Fans, und er ist wirklich richtig fies und gemein und dementsprechend halt eher was für die erwachseneren Leser. Mir gefällt er wirklich richtig gut und dementsprechend solltet ihr mal reinschauen. Magi, Band 14. Mein Gott, dieser Manga entwickelt sich zu einem totalen Splatter-Manga. Hier werden so viele Leute abgeschlachtet, das ist schon gruselig. Aladdin ist jetzt halt auf alleinige Reise unterwegs gegangen, um ein richtiger Magier zu werden und herauszufinden, was in Magnusstadt eigentlich vorgeht. Das gleiche gilt natürlich auch für die beiden anderen, von denen jetzt man erstmal nichts mehr sieht. Außerdem trifft er dann halt auf diesen Kerl hier, Ren vom Koreich, der dann erst einmal mit seinem Monsterschwert einen ganzen Haufen Räuber zerhackfleischt. Gefällt mir sehr gut. Es wird immer spannender. Es wird immer halt auf der einen Seite immer mehr Rätsel werden bekannt gegeben und man fragt sich, oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Und auf der anderen Seite wird halt so ein bisschen erklärt und es ist einfach super spannend gemacht. Dazu dann halt noch ein paar schöne Slapstick-Einlagen. Jetzt so ein bisschen Splatter, wenn man so möchte. Gefällt mir total gut. Nora, Herr der Yokai, Band 19. Man erfährt jetzt endlich, wie der Killerpriester zu den Nura-Clan hinzugekommen ist. Sehr spannend, auch wieder richtig toll. Außerdem geht es jetzt so langsam ein bisschen weiter mit der Hauptstory. Wenn ich mich nicht irre, müsste der Manga, glaube ich, auch mit 23 oder 24 Bänden abgeschlossen sein. Riku, ja, durch eine List wird bekannt gegeben, dass er halt ein halber Yokai ist oder ein Viertel-Yokai und dementsprechend hat er jetzt viele Probleme. Er kann sich so in der Öffentlichkeit nicht mehr zeigen. Auch hier darf man sehr gespannt sein auf eine Fortsetzung und wieder eine leicht unterschätzte Reihe, was eigentlich total schade ist, weil der ist total spannend, super gezeichnet und dementsprechend sollten den eigentlich viel mehr Leute lesen. Aikos Geheimnis, Band 12. Ich hoffe doch bitte, der ist mit 13 abgeschlossen. Also, das ist eine nette, süße Reihe, aber so langsam, langweilig. Wir kennen das alle schon. Der Maid-Wettbewerb hat sich erledigt. Wie es aussieht, ist die eine Tussi, die halt das Café herausgefordert hat, doch ein Mann. Also ein Transvestit. Ja, und so langsam hoffen wir doch wirklich darauf, dass die beiden sich zueinander bekennen. Und das, was wir sowieso schon alle wissen, endlich mal herauskommt, nämlich dass Mai sie hier ist. Ich meine, sie trägt nur eine Perücke, sieht natürlich deswegen sofort aus wie ein anderer Mensch, aber natürlich, weil wir sind alle doof. Und dementsprechend, ich glaube, Band 13 war der Abschluss. Das ist dann auch wirklich gut gewesen. Ich fand die Reihe soweit ganz gut. Sie hätte nicht unbedingt so lang sein müssen, aber es war in Ordnung. Vanilla Fiction, Band 2. Mann, ist das ein kranker Scheiß. Finde ich gut. Also wieder ein sehr interessanter Manga zum Thema Mystery, so ein bisschen Horror und ein bisschen haut drauf, Hemidemi. Hat der liebe Herr Sato, der die ganze Zeit nur in seinem Schneckenhaus gelebt hat, der kommt so langsam rausgekrochen und ja, so langsam entwickelt er Gefühle für Ellie, auf die er ja aufpassen soll. Und wiederum Ellie, die die ganze Zeit nur mit irgendwelchen durchgeknallten Irren unterwegs war, fühlt sich wiederum herangezogen zu Herrn Sato. Und dementsprechend sollte man meinen, jetzt wäre alles super, aber nee, dem ist nicht so. Herr Sato wird erstmal von einem durchgeknallten Panda-Bären zusammengeschlagen. Ellie wird entführt. Der eine Engel, der ihm eigentlich helfen soll, dem ist alles scheißegal. Und dementsprechend viel Frust, viel Trauer, viel Hass, finde ich super. Sollten auch viel mehr Leute lesen. Also ich sag wieder, wenn ihr Mystery-Horror-Fans seid, dann solltet ihr euch den unbedingt mal reinziehen. Der sah vom ersten Band aus vielleicht aus wie eine Shoujo-Reihe, in der alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber dem ist nicht so. Dann haben wir hier noch einmal Bioshock Trinity Band 3. Das ist mal krass. Ich frage mich teilweise, ob O'Grade vielleicht irgendwelche Sachen genommen hat, als er diesen Manga gezeichnet hat, weil das ist teilweise so schräg. Ich nehme mal hier ein schönes Beispiel. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Was stimmt mit ihrer Vagina nicht? Was ist das für eine Beißmaschine da unten? Also, dieser Manga ist abgedreht auf sehr vielen Ebenen, aber er ist unglaublich gut abgedreht. Die Zeichnungen sind wieder sehr detailliert. Die ganzen Charaktere, die hier drin vorkommen, sind. Also, man kann sie sich alle gut merken. Das ist nicht so einer, das sind 100.000 Charaktere, die merke ich mir alle nicht, sondern
irgendwo bleiben die alle einem im Gedächtnis und das ist dann schon ziemlich gut. Ich meine, hier, guckt euch das mal an. Total nicht übertrieben oder so, aber voll cool. Außerdem mit wieder zwei schönen Farbseiten, auch wenn die gar nicht so farbig sind. Es ist eher dezent eingesetzte Farbe. Trotzdem, wir wissen immer noch nicht, was es mit ihr sich so richtig auf sich hat. Jedenfalls wird sie als Gott tituliert. Außerdem wird die Krankheit, diese Biobugs werden halt so ein bisschen erklärt. Nur ein bisschen. Also so, dass man es vielleicht gerade so ein bisschen versteht, aber immer noch zu wenig Ahnung hat. Wieder lustig ist natürlich, dass hinten drauf steht 220 Seiten. Super geil. Man sollte meinen, 220 Seiten wären gang und gäbe. Tut sie nicht. Da war auch wieder irgend so ein komisches Tattoo bei. Nur bei mir nicht. Ich weiß nicht. Ich hatte bisher nur bei Band 2 war so ein komisches Tattoo-Ding bei, aber den habe ich dann auch irgendwo liegen lassen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich den finde. Die waren zwar wieder eingeschweißt, aber bei mir fehlten sowohl bei Band 1 als auch Band 3 diese komischen Tattoo-Dinger, die hier ja angeblich mit drin sein sollen. Ehrlich gesagt ist mir das auch ziemlich wurscht. Ich muss sie nicht unbedingt haben. Vielleicht schreibe ich Planet Manga aber trotzdem mal darauf an. Es geht hier nur ums Prinzip. Und auf jeden Fall. Ziemlich abgedrehte Reihe, ziemlich cool. Und zu guter Letzt haben wir hier einmal Attack on Titan Band 15. Die englische Ausgabe. In Deutsch sind sie jetzt, glaube ich, bei, weiß ich nicht, 6, 7, irgendwie so um den Dreh. Ich muss mal sagen, das ist das hässlichste Cover aller Zeiten. Porn hat dazu was richtig Geiles gesagt. Sie hat gesagt, Erens Gesichtsausdruck rührt daher, dass er mein Magic Fridays gelesen hat. Daraufhin musste ich herzhaft lachen. Ich möchte so viel darüber erzählen. Ich möchte so viel darüber erzählen, aber ich will euch nicht zu Tode spoilern. Außerdem wäre es sonst ein bisschen zu kompliziert. Ich sage nur, momentan geht es ein bisschen weniger um die Titanen außen, die Bedrohung, sondern vielmehr um das königliche Haus. Denn ich will hier noch keine Namen nennen, aber eine von den, also einer von den Charakteren, also den Hauptcharakteren untereinander, die halt mit Ehren und so weiter kämpfen, ist in Wahrheit, die nächste königliche Thronfolge und dementsprechend dreht sich momentan sehr viel darum, außerdem um Verschwörungen und halt viele Probleme innerhalb der Mauer. Außerdem, ganz zum Ende wird erklärt, wie Eren zum Titanen wird. Also, ich möchte es gerne verraten, ich möchte mal nicht so gemein sein und es tun, ich tue es einfach trotzdem. Sein Vater war's. Wir wussten es alle, dass er ihm irgendeine Spritze in den Arm gehauen hat. Sein Vater war's. Ach ja, und er hat seinen Vater anschließend in Titanenform gefressen. Das war überhaupt nicht gespoilert oder so. Man darf wirklich super gespannt sein auf Band 16. Also wenn dann wirklich alles erklärt wird, weil das waren wirklich nur die letzten Seiten, wo das halt erläutert wird mit seinem Dad. Und dementsprechend super geiler Shit, Alter. Tja, das war dann der erste Part. Ich werde den zweiten Part so schnell wie möglich gleich mit hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video wurde diesmal viel kürzer. Es war trotzdem unterhaltsam für euch und dann sehen wir uns im nächsten Video.